Hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meiner kleinen Serie Smart Home im Wohnmobil. Heute geht es um einen smarten Rauch- und Hitzewarnmelder und zwar von Brennstuhl. Ja, ich denke mal, die meisten von euch haben einen Rauchmelder bei sich zu Hause verbaut und auch viele im Wohnmobil. Ich finde sowas wichtig. Das Problem ist ja sozusagen nicht das Feuer, sondern der Rauch. Dadurch, also da wird man ja nicht von wach und erstickt dann in seinem Zuhause. In seinem Wohnmobil. Zu Hause sind die ja Pflicht. Ne? Also wenn man eine Wohnung vermietet, muss man einfach so einen Rauchmelder haben. Im Wohnmobil ist das keine Pflicht. Keine Ahnung warum, weil das ist ja auch genauso ein Lebensraum wie zu Hause. Was die meisten Rauchmelder gemeinsam haben, beziehungsweise nicht gemeinsam haben, ist, dass sie nicht smart sind. Das heißt, wenn man zu Hause ist und entwickelt sich ein Feuer, dann piept der ganz laut und dann wird man halt gewarnt. Super. Ist man nicht zu Hause, dann piept der auch ganz laut, aber keinen interessiert's und die Bude verfackelt ab. Fände ich dann irgendwie besser, benachrichtigt zu werden, wenn er zu Hause brennt oder mein Wohnmobil abkokelt. Finde ich ziemlich wichtig. Ja, deshalb habe ich mir halt diesen smarten Rauchmelder von Brennstuhl zugelegt. Brennstuhl deshalb, weil diese smarten Rauchmelder sehr, sehr teuer sind. Also die fangen meistens so bei 80, 90, 100 Euro an. Der liegt so bei 30 Euro, meldet auch den Rauch. Also ne, Entscheidung gefallen. Und jetzt werde ich mal mit euch gemeinsam versuchen, den einzubinden. Der läuft übrigens nicht über den Aquara-Hub, sondern den verbinde ich halt direkt. Das sagte ich ja in einem meiner Videos, dass man ja viele Geräte miteinander verbinden kann, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren müssen. Den muss ich auch nicht weiter steuern, weil ich will einfach nur, dass ich gewarnt werde, wenn sich irgendeine Rauchentwicklung stattfindet in meinem Wohnmobil. Ich würde dann mit meiner Aquara-Kamera ins Wohnmobil reinschauen, wenn ich nicht drin bin, und entsprechend prüfen, ob es vielleicht ein Fehlalarm ist oder wie weit der Brand schon fortgeschritten ist. Ja, so ein smarter Rauchmelder, der kann natürlich noch mehr, außer einen Alarm ans Handy zu bringen, wenn man nicht da ist. Es ist auch vorstellbar, den Gashahn zu schließen, zum Beispiel im Wohnmobil, zu Hause die Rollläden hochfahren zu lassen, Strom abzustellen, was auch immer. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten, um den Schaden dann entsprechend zu begrenzen. In der Verpackung ist halt der Rauchmelder an sich, zwei Batterien, keine Ahnung, wie lange die halten, und eine Adapterplatte, um den an die Decke zu bringen. Die kann man anschrauben, aber ich würde hier so eine Magnetplatte ankleben. Ja, das ist immer viel, viel praktischer als Schrauben. Außerdem will ich ja in meinem Wohnmobil hier nicht irgendwelche Löcher haben, die ich vielleicht in 2 Jahren nicht mehr möchte. Da ist so ein Klebepad besser, weil die Klebesache kriegt man in der Regel immer gut ab. Mache ich übrigens zu Hause auch, da bohre ich nichts. Ja, dann gibt es eine Bedienungsanleitung, auch in Deutsch. Also da kann man wunderbar sich einlesen. Hier vorne ist so ein Knopf. Damit kann ich so einen Testalarm auslösen. Ich kann den in den WLAN Connect Modus bringen und ich kann den auch ausschalten. Also im Alarmfall. Wenn ich den ausschalte, geht er aber nach 10 Minuten wieder an, sollte der Rauch dann noch da sein. Und das ist auch von daher gut, weil man sozusagen nicht vergessen kann, den wieder anzuschalten. Wie gesagt, nach 10 Minuten geht er automatisch wieder an. Hier ist der Knopf und dann gibt es aber hier noch einen Lichtring, der anzeigt, also der so alle, ich glaube, 10 Minuten mal kurz aufblinkt und so anzeigt, dass er noch aktiv ist. Hier drin ist noch eine rote LED, die sozusagen die Connection anzeigt. Die geht aber dann aus, wenn der richtig eingebunden ist im Netz.
Die Lautstärke ist mit 85 dB, also für so ein Wohnmobil, auf jeden Fall ausreichend, um geweckt zu werden. Ja, und dann seht ihr hier ganz viele Schlitze. Es sieht so aus wie so eine Untertasse, wie so ein kleines Raumschiff. Und da wird halt der Rauch detektiert, finde ich ganz gut. Es sind ganz viele Einlässe. Ja, und hier kommt dann der laute Ton raus, hier vorne mit den drei Schlitzen. Ja, wie gesagt, hier hinten kommen zwei AA-Batterien rein. Ne, wenn man die rausnimmt, ist hier so ein roter Hebel. Der ist halt dazu gedacht, dass er sofort merkt, da fehlt eine Batterie und entsprechend Alarm macht. Ja, und laut Hersteller halten die zwei Batterien circa ein Jahr. Ja, und bevor die Batterien leer sind, bekommt er aber auch eine Push-Nachricht. Ne? Also die normalen Rauchmelder, die fangen ja dann an zu piepen. Und hier, ob der piept, weiß ich jetzt nicht. Aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Notification auf eurem Smartphone. Was für den einen oder anderen vielleicht auch interessant ist, der detektiert also nicht nur Rauch, sondern auch Hitze. Also alles, was über 54 Grad geht, da wird er halt Alarm schlagen. Also wenn ihr, sagen wir mal, ein Feuer habt, wo der Rauch nicht an den Melder kommt, weil hier Durchzug ist, keine Ahnung, wird er aber die Hitze erkennen und Alarm schlagen. Um den Rauch- und Hitzemelder in euer WLAN zu integrieren, müsst ihr hier einfach nur dreimal hintereinander, also innerhalb von 2 Sekunden, dreimal den Knopf hier drücken und dann den Anweisungen in der App folgen. So, laut Bedienungsanleitung soll man sich die Brennstuhl-App runterladen. Das würde ich aber nicht raten. Das ist ja ein Tuya, ein sogenanntes Tuya-Gerät. Das würde ich also lieber in die Tuya-App integrieren. Aber das ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt genauso mit der Brennstuhl-App arbeiten. Also, ich nutze immer die SmartLife-App für die Tuya-Geräte. Ja, also man sagt hier jetzt einfach Gerät hinzufügen. Ja, klickt dann hier links auf Sicherheitssensoren und dann kommt er hier zu den Rauchmeldern. Wir brauchen den Wi-Fi-Rauchmelder. Ne, hier draufklicken. So, und jetzt müsst ihr halt euer Passwort eingeben, euer Router-Passwort. Ne, sagt dann weiter und jetzt klickt er dreimal da drauf. Jetzt müsst ihr halt warten. Wenn ihr seht, jetzt blinkt er hier ganz roh, ganz wild. So, da ist der Smoke-Alarm. Den wollen wir haben. Fertigstellen. Ja, der fragt euch zuerst, ob ihr da noch so eine SMS-Notification buchen wollt. Das müsst ihr natürlich nicht. Ihr bekommt auch so Meldungen auf dem Handy. Dann könnt ihr einstellen, welche Dinge gemeldet werden sollen. Also Produktfehler, ne, Rauchmelder, Stummschalten. Ihr könnt den auch stummschalten, würde ich jetzt nicht tun. Niederspannung, Ende der Geräte-Lebensdauer, keine Ahnung. Und natürlich auch ein Testalarm. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Und ab sofort werdet ihr benachrichtigt, wenn es an eurem Wohnmobil oder auch zu Hause brennt. Finde ich super. Beruhigt mich einfach. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug, ein Wohnmobil, was nicht brennt und alles Liebe, alles Gute. Bis dann. Tschüss.